herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich bin gerade mal am Stroh schippen, das heißt Strohladen. Gestern haben wir ja mega 88.000 Euro Umsatz gemacht für Eier. Also Eierverkauf. Optimal, würde ich behaupten. Das lohnt sich. Wie viele Hühner haben wir eigentlich inzwischen? 162. Und da ist noch lange nicht genug. Ich glaube, da passen 500 rein. Das wäre optimal. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir wieder irgendwas anlachen soll hier. Für nochmal einen kleinen Traktor. ...125.000 haben wir gerade auf der Kante. Warte mal, ich rufe mal gerade den Krüger an. Ja, der ist gerade schon wieder beschäftigt. Ba-ba-da-ba-ba. So, er wird wahrscheinlich jetzt die erste Bahn nehmen, dann nehme ich mal die zweite hier. Wenn er dann von unten hochfährt. Nee, ich glaube, warte mal, ich wollte mal gucken, was der Strohpreis gerade ist. Stroh 21. Ja. Kannst du vergessen. Nein, ich werde tatsächlich jetzt mal das Geld ein bisschen sparen und mir dann noch mal ein Feld kaufen. Ich brauche noch ein Feld. Ich habe nur ein einziges Feld, das ist einfach zu wenig. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Jupp, Volker hier. Moin. Wie viel Kredit habe ich noch offen? Insgesamt. ...468.700.
68 Tonnen Mischwert. Okay. Wie schaut es denn aus mit einer neuen Vergabe von 200.000? Was für ein Ding? Ja, wenn ich jetzt noch meinen Kredit über 200 bräuchte, schaut es denn da aus? Erstmal den alten abzahlen. Da geht nichts. Ja. Okay. Gut. Also schlecht. Okay. Gut. Bis dann mal. Ciao. Mist. Ich hatte nämlich jetzt spekuliert, ob ich nicht nochmal 200.000 aufnehmen soll. Wo ist denn eigentlich der Dings schon wieder? Der fährt hier gar nicht. Der ist vorhin eine Runde gefahren und jetzt ist er nicht mehr da. Der irgendwo bei mir am Hof hängen geblieben ist. Wahrscheinlich die Palettenpoltergabel noch abgebaut und so. Ne, nicht mal. Warum hatten wir dann so lange gebraucht? Bin ja leicht versucht, ne, die zweite Sämaschine schon wieder zu verkaufen. Weil, ich weiß gar nicht, was soll ich denn damit? Ich glaube, ich lasse ihn jetzt aber mal was denn mein Düngestreuer? So. Irgendwo hatte ich mal einen Düngestreuer. Aber wo? Da ist er. Okay. Dann kann ich nämlich schon mal anfangen, wieder zu düngen.
Klingelingeling. Ja, Krüger, guten Tag. Jo, Feuer hier, Servus. Servus. Also, ich könnte den Kaltdienst gebrauchen. Ja. Ich hätte 40.000 Liter Kalk im Silo bei mir am Hof. Okay. Bräuchte also nur, bräuchte es nur einen Traktor und den Streuer. Traktorstreuer hätte ich. Und welche Felder? Nur eins, die 109. Die 109 machen wir. Ja, da sind wir gerade auch noch zugange mit Stroh abfahren. Okay. Ja, ich komme den runter. Jo, bis gleich. Ciao. Bis gleich, wieder schauen. Ja, das ging ja nochmal gut. Hoffentlich weiß der, was er danach zu tun hat. Es müsste sich eigentlich ich hatte schon Angst um meine Internetverbindung. Es müsste sich eigentlich ausgehen, dass er mit dem Abfahren vom Stroh so schnell ist wie ich mit dem Düngen. Das wäre optimal. Ich bin gerade auch am Überlegen, ob ich mir nicht mein Feld pachten soll. Ich werde gleich mal, wenn ich einmal durch bin. Servus. Moin. Eier sind abgeladen. Jo, warte mal hier. Alter, das war. Die Überweisungen, die waren Hammer. Ach komm. Hier, für dich. Danke. Wenn du willst, kannst du hier weiter düngen. Kann ich machen. Oder, warte mal, lass mich mal kurz Die erste überlegen. Gesellschaft von meinem Polizisten gehabt. Warum? So schnell gefahren. Na die, dann ist die Rechnung hoffentlich wieder drin. 200 € oder Strafgeld. Geht den noch. Okay, dann hast du ja wenigstens wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Okay, dann mache ich das weiter. Jupp. Ich bin ja wieder müde. Gut, danke. Bitte. So, gut, dann hat man das auch. Dann probiere ich mal. Na, ist der jetzt voll? Servus. Servus. Bist du voll? Ja. Ja, den Rest kannst du liegen lassen. Den hätte ich hier so schnell geholt, das ist ja noch ein bisschen was. Wie du willst. Ja, so viel ist es ja nicht. Was sind Ja, das? ich habe mir überlegt, der LKW, der steht ja genau bei mir oben, oder? Ja. Ja. Ich habe mir überlegt, ich fahre vielleicht auch nur mit dem Anhänger, den du gerade auf dem Hof stehen hast. Dass ich mir davon eine Fuhre wegnehme.
Wir sind auch 40.000, du. Ja, es sind 40. Ja, solange wie du 40.000 Liter rausgeben würdest. Ja, locker. Was haben wir denn jetzt? Wie viel ist dein Anhänger? Meiner ist jetzt 42.000. Ja, kannst auch zwei Anhänger voll holen. Ja. Jo, passt. Dann würde ich dich aber bitten, vielleicht den Strautmann. Also Strautmann ist von Krüger. Ordmann? Schutnäger. Shootmaker, ja genau. Der müsste halt auch wieder zu ihm zurück. Jo. Also entweder fährst du direkt mit dem. Nee, da werde ich es anders machen. Ich werde mit dem Shootmaker mit der Ladung nach oben fahren, nach unten liefere ich den gleich ab. So habe ich auch gedacht. Da können wir das nämlich gleich verbinden, ne? Ja, das wäre Und optimal. danach, ich denke mir, das muss entweder gepflügt werden, oder? Nee, So, ich gekalkt, weiß glaube nicht. ich. Kalkt werden muss, glaube ich. Genau, da habe ich einen Auftrag schon an den Krüger raus. Der kommt mit dem Kalkstreuer. Kalk habe ich am Hof. Ja. Also das Noch. Kalken macht er. Die Frage wäre, wie viel PS hat denn dein Fendt? Mein Fendt hat, um genau zu sein, oh, das habe ich, warte. Einen Moment, ich muss kurz gucken. Da hatte ich den Zettel. Mein Fendt hat 240 PS. Schon dir her. Schon dir, das ist vom Wind, keine Ahnung. Den hatte ich auch mal. Hier ist denn das der. 250R. Nee, ist okay, mach's trotzdem. Dann tausche ich mir Der mit sollte schon Xerion. mindestens bei 100, 280 bis 300 PS haben. Ja, ich kann auch nachher den Xerion nehmen. Bis der hier ist mit dem Kalk, das dauert ja sowieso noch. Warte mal, dann Ja. nehme ich doch gerade mal mit. Im Hof? Jo, bitte. Ja. Ich telefoniere noch mal kurz. Jo. Ding noch. Klingelingeling. Ja, moin, was gibt's? Gleich, sorry, war ein bisschen voreilig. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein, damit ihr auch mitkriegt, was in dem Telefonat passiert. Tschüss.